Hallo ihr Lieben, ich möchte mal ein kleines Lebenszeichen von mir geben. Vor allen Dingen alle Gartenfreunde, alle die da permakulturmäßig im Garten unterwegs sind, dem möchte ich auch mal so ein kleines Signal schicken und auch jetzt am Anfang dieses Videos, dass seit November bei mir ein Projekt läuft, was eine große Permakultur-Doku wird über ja die vergangenen 4 Jahre, was da alles so passiert ist. Mein Weg zur Permakultur, da hängt ganz viel Herz drin. Ich freue mich selber, dann das nachher irgendwann präsentieren zu dürfen. Gleichzeitig etwas für euch als Dankeschön, für mich, ich sag mal auch, um diese Phase auch ein bisschen zu verarbeiten und weil ich einfach finde, dass es so pipi einfach ist, der Natur etwas zurückzugeben. Permakultur ist da definitiv ein Teil der Lösung, wie es so in Zukunft für uns weitergehen kann. Ja, und da möchte ich möglichst viele anstecken. Ich hoffe, das gelingt mir. So, und heute bin ich im Wald. Ihr wisst das, ich kann nicht mehr im Garten sein. Da gibt es durchaus ein paar Entwicklungen. Ich weiß nicht, wie das weitergeht. Ist irgendwie so eine Art kleines Wunder geschehen Anfang des Jahres und ich bin gespannt, wie es da weitergeht und das wird wahrscheinlich schon diese Woche zeigen. Schauen wir mal. Für alle, die es interessierte, was da wirklich los ist, gerade gestern habe ich auf Instagram 2 Videos gemacht, wo wirklich detailliert viel drin ist. Was bei mir selber los ist, wer da interessiert ist, da habe ich gerade ein Video gedreht, das wird aber auf meinem Zweitkanal erscheinen, weil da geht es ein bisschen um noch ein paar andere Sachen. Auch letztendlich hier um die Kraft des Waldes. Und ich bin nicht ohne Grund jetzt nochmal beigegangen und ich habe so viel Kraft gerade getankt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie viel, wenn man sich dem Wald so hingibt. Ihr kennt das von Spaziergängen, aber wenn man das dann regelmäßig macht oder auch körperlich so platt ist und von der Seele her und wenn man den Wald annehmen kann, wie viel einem das gibt. Ja, und euch möchte ich mitnehmen, weil ich ja vorgestern auch über den einen oder anderen Pilz gestolpert bin. Ich stehe hier direkt davor und deswegen so eine ganz kleine Pilztour. Aber ich habe oft gesagt, dass ein kleines Video wird, dann wird es länger. Lars kann nicht anders. Aber ich bin gerade so voller Freude und so. Ich hatte gerade schöne Begegnungen. Das seht ihr alles im anderen Video, wer da so bis zum Ende fast, bis zum zweiten Drittel irgendwie so durchhält. Aber das ist auch schon eine Geschichte, die durchs Video geht. Da gab es ein paar wundervolle Momente mit Tieren. Ich kann leider den Arm nicht höher halten. Ich muss die Kräfte einteilen, muss gucken, wie ich das hinkriege. Ich hoffe, ich zitter nicht zu viel. Ja, ich rede von Pilzen. Machen wir das doch. Lad schon ein bisschen rum. Ich habe auf jeden Fall Pilze gefunden und das möchte ich euch zeigen und ein bisschen Waldbaden mit euch. Ein bisschen Abenteuer. Ich versuche das wirklich nicht so lang zu machen, weil für mich geht es dann auch noch weiter und schauen wir mal. Aber hier jetzt erstmal habe ich etwas entdeckt. Und zwar, ich bin kein Fachkundiger, aber nach meinen Recherchen so und auch Abgleich, hat da noch Fotos geschossen, müsste das hier tatsächlich eine Entdeckung des Samtfußrüblings sein. Ich muss mal ein bisschen näher ran. So, jetzt muss ich aber auch in die Knie, sonst wird das nichts. So sieht das aus. So laufen die, wachsen die und die hier oben gehören dazu. Die gingen sowieso halb runter und waren schon ein bisschen angefressen. Deswegen, vielleicht kann das einer bestätigen. Von den Fachkundigen, die hier durchaus mal zusehen. Vielen Dank übrigens für die ganzen Antworten und Bestätigungen, dass ich da auf einem sehr guten Weg bin, mir essbare Pilze zu finden. Jo. Da in der Ecke sind auch noch mal welche. Und hier erwarte ich durchaus noch was. Hui, das Runtergehen, das war doch ein bisschen anstrengend. Jetzt gehen wir mal weiter. Ich muss weniger reden, sonst fehlt mir die Luft. Geht ja auch achtsamer und langsamer, aber ich bin so voller Euphorie und die Kraft, die mir der Wald schenkt, ist einfach unfassbar. Das ist ja richtig schön. So, das war der Samtfußrübling. Ich habe dann gerade noch mal eine Ecke entdeckt, wo ich lang möchte, aber an anderer Stelle gibt es auch noch Pilze, die definitiv essbar sind. An dieser Stelle nochmals, wie ich gerade eigentlich angefangen habe. Das ist hier mein Abenteuer. Ich nehme euch mit. Ich bin kein Fachkundiger. Ich teile so meine Erkenntnisse. Aber bleibt bitte in der Selbstverantwortung. Fragt da bitte die Leute, die richtig Ahnung haben. Holt euch die Bestätigung. Geht voller Respekt an Pilze ran. Das tue ich auch. Ich habe noch nicht groß gegessen, obwohl ich schon viel entdeckt habe.
Ja, auf jeden Fall das Hexenei. Oh, eine Delikatesse, richtig toll. Ja, hier in der Ecke ist nichts, aber ich laufe mit euch jetzt hier mal durch. Na, wer schnattert hier rum? Sind das die diebischen Elstern? So. Hört ihr das? So, hier, gehen wir mal durch. So. Oh, hier war ich auch noch nicht. Vielleicht finden wir hier noch was, aber ich versuche mich auf direktem Wege, ich glaube, das hier ist besser, zu denen hinzugehen, die ich definitiv identifizieren kann. By the way, es gibt ein paar super, 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 super geile Pilzkanäle. Fällt mir Buschfunkistan an. Der, oh, hoffentlich habe ich den Namen jetzt, Snorky. Hat auch schon unter einem Video mir bestätigen können, dass ich da mit meinen Pilzen richtig liege. Also guckt da rein. Ich habe da so viele Videos schon durchgesuchtet und meinen Kopf mit Informationen gefüllt. So ticke ich dann. Das wird dann, zieh mir das alles rein und das, da bin ich wie so ein kleiner Supercomputer. Haben wir ja sowieso da oben drin. Ja, und seit Herbst hat mich definitiv so eine Leidenschaft auch gepackt und so viel Erkenntnisse und so viel positive Funde, dass das definitiv ein Teil wird, der zu meiner Ernährung beitragen wird. Das ist ja auch so das, was ich möchte. So, wo war ich? Jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen. Ich muss mal ein bisschen mich richten. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach so, ich wollte mich anders versorgen, unabhängiger sein. Und was der Wald so bietet, das ist ja jede Menge. Also ja nicht nur Pilze, sondern auch jede Menge. Na, welchen Weg schlage ich denn jetzt ein? Da. Jede Menge Wildkräuter, Pflanzen, alles Mögliche gibt's da ja. Und da möchte ich natürlich auch weiter wachsen. Was ist, steckt da denn im Boden? Nee, das war Müll. Das habe ich mir auch mal vorgenommen. Ich übernehme mich gerade ein bisschen, das merke ich. Energien sind noch nicht so da. Liegt unglaublich viel. Also viel, ne, viel wäre, wenn jetzt wahrscheinlich alles übersät wäre. Müll ist aber nicht der Fall. Aber trotzdem liegt hier viel, ist immer wieder Müll zu finden. Ich finde das traurig. Werde mir da auf jeden Fall nochmal Müllbeutel schnappen irgendwann, vielleicht auch mit Freunden, und wird den Wald mal ein bisschen vom Müll befreien. Kann man ja auch mal bei einer Pilztour nebenbei machen. Die Wälder sind doch so wichtig. Die müssen wir doch ein bisschen frei halten. Von dem Ganzen. Da sieht man es auch wieder. Könnt ihr das sehen? Da hinten ist nee, könnt ihr nicht sehen. Da ist eine Dose. Aber ich bin schon auf einem guten Weg. Och, hier werden Erinnerungen wach. Ich bin ja mal ganz viel gefahren und, ach, das sieht man noch. Wow. Das war hier mal so eine geduldete BMX-Bahn. Und hier ist gerade, hier ist so eine Landefläche. Hier ist so eine Lücke zwischen und da ist der Absprunghügel. Ich bin da Dirt gefahren, BMX gefahren. Krass, dass ich gerade hier jetzt hinkomme. Und da hinten war der Anlauf. Musst du richtig kacheln, sonst kamst du hier nicht runter. Oh, ist das schön. Ich sehe Pilze. Hier war ich noch nicht. Ich habe auch andere schöne gesehen. Ah, die sehe ich auch von hier. Wunderbar, dass ich hier längs komme. Das ist auch sogar der. Guck mal. Also, wenn das mal nicht... Ich finde das wunderschön. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Was für schöne Pilze. Ne? Wow, was für Farben. Hier auch. Da drüben, das ist ja so ein kleines Dreieck. Da vorne sind auch noch welche. Wisst ihr was? Ich will hier weiter längs. Das ist, hier geht gerade mein Herz auf. Da werden Erinnerungen wach an die Waldzeit. Ja. Also ich war auch mal jemand, der die Natur nicht so behandelt hat, dass man ihr was zurückgibt. Aber ich muss sagen, das Biken hat mich definitiv auch zur Natur geführt, weil ich viel mehr draußen war. Es hat mich aus ganz vielen psychischen Problemen rausgeholt.
Ja, ich habe einen ganz weiten Weg hinter mir. Für andere sieht das aus, als hätte ich keine Fortschritte gemacht, wenn es mir dann schlecht geht oder ich längere Phasen habe. Aber für mich, ich habe so viele Fortschritte gemacht, überhaupt jetzt so reden zu können. Ja, das ist, man muss das verstehen. Macht mal ein Video, stellt das online. Ja, erstmal so von dem es machen zu können, über das es aushalten zu können, was so Reaktionen angeht, Kommentare etc. Ja, da gibt's einiges. So, und hier ist noch eine Stelle, die möchte ich euch zeigen jetzt mit den Pilzen. Ja, ich spring durch. Ich bin schon fast da bei dem, wo ich hin wollte, aber wir hatten gerade so schöne Exemplare. Und ich bin voll euphorisch, das ist so schön hier. Ja, hier könnt ihr ja schon ein bisschen erkennen aus der Ferne. Da wollen wir hin. Muss nur den Weg dahin finden, ohne Pflanzen kaputt zu machen. So, da. Hier, genau, die habe ich. Richtig schöne Exemplare. Da gehe ich jetzt auch nicht näher ran, um irgendwie genau rauszufinden, welche das sind. Ich habe selber schon Fotos gemacht. Obwohl, hier kann ich das ganz gut. Ist schon ein spannender Pilz. Guck mal, diese ganzen kleinen Poren da. Und ich habe leider noch nicht so eine ruhige Hand. Verzeiht mir das bitte. Ja, und die sind hier irgendwie verteilt. Da vorne ist noch ein größerer. Wow, was schön. Sowieso auch hier so Moos. Und ich liebe ja Moos. Und hier ist auch so eine Pilzkultur quasi. Mal gucken, ob die Kamera mitspielt, wie nah ich dran darf. Nee, ich bin nicht ruhig genug. Es tut mir leid, ihr Lieben. Dafür habe ich noch nicht genug Kraft in meinem Körper. Wie gesagt, das erklärt sich durch die angekündigten Videos. Ach, da lief ein Tier rum, sehe ich gerade. Da war die Kamera gerade aus meinem Blickwinkel davor. So, jetzt wollen wir mal wohin, wo es farbenfroher wird. Ja, das soll es geben. Moment. So, kleiner Break, aber ich bin noch an der gleichen Stelle. Das war so diese Fahrradlandung. Es ist schön, dass ich das gerade gefunden habe. Leider war gerade der Akku alle. Ich habe weiter gedreht und habe es nicht gemerkt. Deswegen fangen wir hier nochmal an. Ich habe nämlich hier noch alte Spuren entdeckt. Hier ist ein wenig erhöht. Das war hier nämlich eine Steilkurve. Das war hier so eine Waldfahrt für Mountainbiker. Ja, ich bin jetzt auf der anderen Seite von dem, was ich euch gerade gezeigt habe. Und hier habe ich auch witzigerweise gleich was gefunden. Das ist der Pilz, zu dem wir hinwollen, aber an anderer Stelle gibt es auf jeden Fall mehr. Das machen wir gleich in Ruhe. Aber ich habe hier vorne noch was entdeckt, guck mal. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Hier haben wir nämlich Pilze, die sich ganz merkwürdig... Ja, guckt euch das mal an. Keine Ahnung, was das ist. Das sind wahrscheinlich irgendwelche alten Exemplare, die jetzt in alle Richtungen gehen. Hier hängt auch was. Ich habe versucht... das ein bisschen zu entfernen mit Laub, aber es klebt alles zusammen. Ich möchte ja die natürliche Ökogeschichte so wenig wie möglich stören. Hui, Kreislauf. Also hier kommen richtig Erinnerungen hoch, hier war ich ewig nicht. Ich habe die Stelle mal wieder gesucht, nicht gefunden und heute zufällig. Ist ja witzig. So, wir gehen mal weiter. Damals ging das hier so durch. Hier gibt es auch Videos zu, wo ich hier längs geballert bin mit dem Mountainbike. Mit Springen und so. Oh, geil. Ja, aber jetzt frage ich mich, wie ich hier durchkomme. Ich glaube, hier ist es sinnvoll. Ja, hier war der Absprunghügel. Wow, dass der noch steht. Voll schön. Kommt man da landen? Ist richtig hoch. Moment. So. Kann man auch erkennen, ne? Hier. Ja, von oben gefilmt kommt das gar nicht so raus. So oder so nicht. So, und ich möchte da vorne hin. Aber ich glaube, hier komme ich nicht durch. Das ist ein bisschen schwierig. Ich muss einen anderen Weg wählen. Und vielleicht begegnen wir uns ja noch ein paar Pilze, so wie hier unten. Aber die hatten wir gerade schon. Ich versuche mal ein bisschen ruhiger zu werden, um meine Euphorie zu bremsen. Also in mir steckt gerade einfach so viel Leben, was meine Seele angeht. Aber die Geschichte mit dem Körper, die lässt sich leider nicht verschweigen.
Ja. Das merke ich da dann schon deutlich, dass mein Körper braucht. Ja. So. Ich sehe gerade nichts. Haben wir hier nicht noch Judas-Ohren-Potenzial? Könnte durchaus was zwischen sein. Nö. Und hier geht's weiter. Ja. So. Den Namen von dem Pilzen, wo wir uns jetzt gerade hinbegeben, der ist auf jeden Fall noch nicht so hundertprozentig in meinem Kopf. Ich tendiere zum... Naja, das erzähle ich gleich erst, wenn wir da sind. Mal hier ganz langsam mich durchforsten. Ich muss auch aufpassen, dass ich hier ist richtig steil. Das könnt ihr, glaube ich, gar nicht wahrnehmen, dass ich hier nicht ausrutsche. Ui. So. Mann, ist auch echt schwierig, einen Weg zu finden. Hab mir nicht den besten Weg ausgesucht. Hier ist es weich. Lars, nicht umkippen. So. Da ihr dieses Video seht, werde ich wohl auch nicht umkippen. Obwohl, vielleicht ausrutschen. Das würde ich drin lassen. Aber ohne, dass ich mir jetzt so richtig ableder. So, wie komme ich denn jetzt da runter? Weil ich möchte eigentlich dahin. Das ist so 3-4 Meter unter mir. Oh. Ja. Abenteuer pur. Lars holt mal wieder Luft. Muss aufpassen. Hier geht's jetzt runter. Ja. Ach, das sieht... Guckt euch mal diesen... Ich finde das so wunderschön, Moos. Und immer so diese Augen. Oh, tada. So, weiter. Nicht ausrutschen, bitte. Ah, ich bin fast unten, ne? So 1,5 Meter. Jetzt hat mein Handy den Tropfen abgekriegt. Ich hoffe, das läuft noch. Ja. So, jetzt sind wir hier in einem Terrain. Das wird spannend. Jetzt muss ich auch gucken, wo ich hintrete, weil ich gar nicht so diese Pilzfarmen zertreten möchte. Gehen wir links rum oder gehen wir rechts rum? Ich würde mal sagen, da sind ja sowieso schöne Sachen. Ja, machen wir mal hier. Hier bin ich auch jemandem begegnet, der Fotos gemacht hat von den Pilzen. Wo habe ich denn gerade einen gesehen? Da. Und zwar müsste das sein, wenn ich den Namen richtig hinkriege, aber das würdet ihr da drüber finden, der österreichische Prachtbecherling. Da scheiden sich die Geister, ob der genießbar ist oder nicht, aber essbar ist er. Ich kenne das von Buschfunkistan. So, und hier sind deutlich mehr noch. Ich muss gucken, wo ich hintrete, siehste. Guck mal. Da. Und da. Überall. Ich glaube, das lässt sich gar nicht vermeiden, dass ich irgendwo rauftrete. Aber ich versuche den Weg. Mann, sieht das schön aus. Guckt euch die Farben an. So, und hier ist echt überall was vertreten. Vertreten. Bitte nicht drauftreten. Ja, die sind hier überall versteckt. Da kann man gar nichts machen. Da auch. Also Totholz mögen die. Ich habe euch ja oben auch einen kleinen gezeigt. Ich habe die auch nur in der Variante. Hier sogar mit Moos wieder. Da habe ich die ja schon gezeigt. Ach, was schön. So, wir haben jetzt noch gar nicht so. Ich kann nicht mehr halten, ne? So langes Video. Aber ich bin voll außer Puste. Das ist so schön. Ich spüre die ganze Energie hier. Das ist einfach Wahnsinn. Da vorne ist die Straße leider. Ne? Aber. Ja, ich mach mal große Schritte. Da auch wieder alles voll. Ich suche mal nur noch mal ein paar Special-Stellen, die vielleicht zeigenswert wären. Ich habe ja gesagt, ich wollte hier noch mal einen Baum rum, das mache ich auch.
Und ich habe vorhin Pilze gefunden, bei denen ich nicht weiß, ob das vielleicht so in die Austernseitling-Richtung geht. Ich träume davon, Austernseitling zu finden und ich suche sie und suche sie und suche sie, finde sie nicht. Ich weiß nicht, ob vielleicht hier die Gegebenheiten bei uns nicht so zusagen. Hier ist alles plattgetreten, hier war der Fotograf zugange. Hier ist definitiv eine Ecke, die... Ja, das finde ich, das ist Kunst der Natur. Kunst der Natur. Ein so wunderschönes Eckchen. Hier, guckt euch das an. Ja. Das ist so das Terrain hier. Überall noch welche dran. Auch hier. Ja. Fotografenspuren, aber ich habe ja auch große Latschen. Hier sieht man das auch wieder wunderbar. Also ich würde sagen, ihr könnt, wenn ihr mal unterwegs seid und euch dafür interessiert, erstmal befasst euch damit, dass ihr auch die richtigen Prachtbecherlinge habt. Und bei Buschfunkistan, die haben sogar mit Kochrezeptmäßig mal was rausgebracht. Hier kommen auch ganz viele neue. Ja. Pilze haben meist richtig gute Inhaltsstoffe. Meist sehr unterschätzt. Oder dienen einfach auch mal der Ernährung, einfach nur. Ja. Also hier ist das definitiv voll. Da vorne ist auch noch ein Gebiet voll. Ein Prachtbecherling, brauche ich mich hier nicht beschweren. In der Nähe der Straße möchte ich hier nicht beigehen. Das ist jetzt keine Schnellstraße, so das hält sich noch in Grenzen. Da hinten würde ich nichts pflücken, Pflanzen absammeln, wie auch immer. Oh, hier ist überall alles voll. So. Der Weitwinkel ist noch drin. Dann tigern wir mal weiter. Und ich würde sagen, gehen wir nochmal an eine Stelle, wo Judasohren wachsen. Ja. Und da gucken wir nochmal, ob da noch was vorhanden ist. Aber ich habe da ein ganz gutes Gefühl. Und dann soll es auch gut gewesen sein. Aber bitte nicht abschalten. Das kann durchaus noch fischen gehen. Ja, kurzes Video. Ist es wieder nicht geworden. Ich kann das wohl nicht anders. Es ist einfach, wenn man versucht, so gut es geht, Achtsamkeit zu leben, wenn man so ein Video macht und dann entschleunigt und dann eintaucht und so viel erlebt, dann kann man nicht anders als sich dem hinzugeben. Ich schiege hier nochmal durch, wollte eigentlich erst über den Weg und ich würde sagen, auf dem Weg hin. Oh, hier wachsen noch, da sind noch bestimmt Wildkräuter zwischen. Auf jeden Fall sehe ich ganz viel Vogelmiere. Und ich weiß nicht, ob jemand noch was anderes erkennt. Ich meine, das ist Vogelmiere, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Wie gesagt, ich nehme euch nur mit auf mein Abenteuer. Ich bin kein Fachmann, aber ich denke, ich bin schon auf einem ganz guten Weg, sehr viel für mich erkannt zu haben. Ansonsten, ui, was war das? Ja, hier bin ich jetzt, guck mal. Jetzt kann man da so ein bisschen erkennen. Also ich halte mal horizontal, dass ihr mal so die Höhenverhältnisse seht. Also ich bin wirklich jetzt waagerecht. Naja, fast minimal verdreht. So. Und da geht es dann halt überall hoch. Da hinten ist eine richtige Anhöhe. Und da oben war auch die tolle Bahn. Ja, da werden Erinnerungen wach. Aber dann kam diese stürmische Zeit und dann war alles platt. Ja. So, aber jetzt sind da andere Menschen bei bauen da irgendwie rum. Darf man ja nicht. Ja, also wirklich, ne, bitte macht das nicht nach. Hä? Was habe ich da gefunden? Ich habe was gefunden. Vielleicht ist es auch nur Müll. Ja, es ist Müll. Oder ein zersetzter. Naja, es ist Müll. So. So, wollen wir mal zu den Judashorn. Naja, hier hat auch jemand Müll verteilt. Wer macht denn bitte sowas? Hier. Das ist Laminat. Liegt hier überall rum. Da ist auch eine schöne Pilzecke. Tja. So, wir gehen weiter. Und jetzt mache ich einen direkten Gang dahin. Keine Ausweitung mehr. So schön ist das bei uns. Aber wir haben hier keine großen Wälder. Direkt bei uns in Husum. Aber ich habe mir schon ein bisschen was ausgekundschaftet. Geht nochmal irgendwann außerorts. Und dann werden wir da mal andere Wälder unsicher machen. Und dann werde ich euch mal
zeigen, was es noch so gibt. Auf jeden Fall kann das gar nicht. Oh, das ist traumhaft hier. Hier gibt es bestimmt nachher auch richtig viele Hexeneier. Das sieht voll danach aus. Das muss ich euch zeigen noch. Also das ist krass. Das sieht so schön aus. Und ich weiß, wer sich jetzt gerade hinter der Kamera freut, weil ich weiß, die Person mag das. Oh, ich kriege immer mehr Kraft im Körper. Schön. Da, guckt mal. Guckt euch das mal an. Ist das nicht wunderschön, was die Natur hier bereithält? Das ist doch... Also es lohnt sich, länger dran zu bleiben bei mir. Es gibt immer noch Überraschungen. Und das ist hier überall vertreten. Das ist nirgendwo anders im Wald. Also ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Jetzt bin ich doch wo reingegangen, ne? So, weiter geht's. Und wieder raus. Na, hier eine kleine Entwässerungsrinne gebaut, sehe ich gerade. Oder da ist ein Auto durchgefahren. Kann natürlich auch sein. Oh, doch, hier gibt's... Oh, Leute, ich muss mit euch nochmal los. Und da ich im Moment wieder mehr im Wald bin, ist es durchaus realistisch, dass da wieder was kommt. Wunderschön. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen wirklich ohne Ablenkung. Das ist ein Witz an sich, ne? Ihr kennt mich. Ja. Gute Laune habe ich auf jeden Fall. Wieso flaggert das denn immer so? Seht ihr das? Ich kann das nicht ändern. Macht leider das Handy. Aber, also hier ist auch so ein Ort, ne? Das wird nochmal eine Riesentour. Riesentour. Im eigenen Wald noch einige Stellen nicht erkundet. Schon versucht, ja, aber im Sommer ist das ja eher durchwachsen. Ich mache mal lieber so, ich glaube, dann flackert das nicht so. Vielleicht macht das auch nur mein Handy-Display und nachher auf dem Rechner ist alles gut. Ja, wisst ihr, ich drehe nochmal, das macht alles ein bisschen einfacher. Kann ich mir nochmal auf die Nase gucken, in die Augen, auf den Mund, auf die Kapuze, wo ihr eben hingucken wollt. Ein bisschen trockene Lippen kriege ich gerade. Das ist so ein Moment. Es kann sein, dass ich nachher merke, dass ich ein bisschen zu schnell gemacht habe. Aber ich glaube das nicht. Weil bisher sieht es immer anders aus. So, wie weit? Hier ist die Pferdekoppel. Für die Insider. Hier sind wir wieder. Das war das erste Video von vorhin für den Zweitkanal. Hier sind wieder die Vögel. Habe ich von Kohlmeisen gesehen. Wunderschöne Tiere. Und ich habe das Gefühl, sogar kleine Elstern. Ganz kleine. Ja. Ich habe mich vom Spiegel nicht angucken können. Ich weiß gar nicht, wie ich aussehe. Wenn man so im Wald rumläuft, dann verrückt sowieso alles, wenn man irgendwo mal am Baum hängen bleibt oder wie auch immer. So. Ich versuche mal im Moment nicht zu reden. Ja, ich habe es geschafft, mal im Moment nicht zu reden. Aber ich musste lachen, weil ich schon wieder so Energie verspürte. Ist einfach schön hier. Und da vorne sind meine Lebensretter. Zwei liebe Pferde. Ja. Wie eine Kohlmeise. Da sitzt noch irgendwo eine. Wir waren gerade noch zu zweit unterwegs. Da wieder eine. Kann ich jetzt nicht ranholen. Das ist... da muss ich ranzoomen und so. Ich bin froh, dass ich das Handy gerade halten kann. Es ist so schön hier. Aber heute noch kein Eichhörnchen gesehen. Das sind ja meine Krafttiere. Dem bin ich noch nicht über den Weg gelaufen heute. Vorgestern auch nicht. Ah, vielleicht waren die in der Nähe und ich habe es noch nicht mitgekriegt.
So, wir sind schon fast da bei den Judasohren. Ich würde mal sagen, noch so 50 Meter. Ich habe doch letztens ein Video gedreht, da kam ich hier dann raus. Ging es hier rüber. Vorne haben wir unser Tierheim. Oh, ich habe da noch die Austernseitling-Geschichte vergessen. Ah, ich habe da noch Pilz an einer anderen Stelle entdeckt. Da würde ich hier nach auch nochmal hingehen. Ja, dass wir das irgendwie zusammenkriegen. Oder ein andermal. Ich glaube, das mache ich für mich. Genau, sonst wird das Video echt zu lang. Muss nicht sein. Ah, von vorne kommt wer. Schauen wir mal, hier gehen wir rein. So. Na, kennt ihr die Stelle noch? Der eine oder andere müsste das kennen. Da bin ich nämlich hier an der Seite durch. Oh, geil. Guck mal. Wunderschön. Und das an so einem Torpfosten. An meiner Gartentür war ja auch immer fleißig, sowas zu sehen. War auch ein Totholzstück von hier mit dran. Ja, so, jetzt kommen wir in die Ecke. Hier wird spannend, was die Judasohren angeht. So, Pilze. Aber ich glaube, ein Stück muss ich noch gehen. Ah, ja, ein kleines Stück ist es doch noch. Da vorne, wenn ich den Weg jetzt durch habe. Ach, hier, da sehe ich auch schon wieder. Aber ich will mich... Oh, vorne kommt einer. Oh, vorne kommt jetzt einer. Ich muss kurz mal ruhig sein wahrscheinlich. Moin. So. Jetzt geht's weiter. Mal gucken, dass ich den nicht raufkriege. Ach, was schön. Also, wer meine Videos gesehen hat, müsste die Ecken eigentlich kennen. Ja. So. So, jetzt suchen wir quasi, wie heißen sie noch? Flieder, Holunder, war es nicht das gleiche? Also es ist, je nachdem, wo man in Deutschland wohnt, wird immer ein anderes Wort gebraucht. Und den suchen wir jetzt. Wir sind aber nicht mehr weit. Hier sind schon ein paar Exemplare, hier zum Beispiel. Ja, da sehe ich die ersten Judasohren, da gehen wir aber nicht rein. Die sind schon ein bisschen, die haben Frost abgekriegt. Muss ein bisschen runter machen. Diese Flaggern, das tut mir leid. Ich weiß nicht, warum das Handy das macht. Aber das sind die technischen Möglichkeiten, die ich zur Verfügung habe. Mehr geht nicht. Damit müssen wir leben. Wem es nicht gefällt, macht aus. Würde mich aber freuen, natürlich, wenn ihr da dran bleibt. Hier haben wir wieder so ein Exemplar. Ich sehe aber kein Judasohr. Nachher muss ich euch doch noch zurück und euch die anderen zeigen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass wir welche finden werden. So, da haben wir auf jeden Fall auch überall die potenziellen Bäume dafür. Hier. Aber noch keine Judasohren. Ich halte mal ein bisschen auf mich drauf. Vielleicht ist das Flackern dann nicht so. Dann ist das ein bisschen... Da sind welche. Mal gucken. Auch eher abgefroren. Haben wir doch nochmal doll Frost gehabt. Dann kann das sein, dass wir doch Pech haben. Aber... Nein, ich bleib euphorisch. Ich glaube fest dran, dass es hier welche gibt. Da sehe ich schon wieder welche. Können wir ja mal rangehen. Kann ich euch die mal zeigen, wie sie gerade aussehen. Also hier ein bisschen frosty. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht. Werde euch das mal an dieser Stelle verlinken. Ist ein bisschen her. Können wir mal reingehen. Vielleicht finden wir noch mehr. Kann ja auch mal auf dem Boden wachsen. Totholz davon. Ne, hier sehe ich nichts. Nur halt hier die Exemplare da und da oben gibt es noch welche zu sehen. Aber ich glaube, das Licht reicht vielleicht gar nicht mehr aus. Es beginnt die Dunkelheit. Vielleicht liegt es auch gerade daran, dass es flackert. Dass diese Software nicht hinterherkommt. Ah, am Ende des Weges habe ich auch Steinpilze noch gefunden letztens in einem Video. Eine Krähe oder eine Dohle. Ja. Ich weiß es nicht. Kann ich gerade. Oh, da sind richtig viele. Jetzt habe ich was gefunden. Nee, die scheinbar Frost abgekriegt zu haben. So sieht es ganz stark aus.
komme ich denn da am besten hin? Da muss ich mal außen rum, glaube ich. Hier wieder so ein, guck mal, wer entsorgt denn hier Schuhe? Da liegen Schuhe. Kann ich gar nicht alles mitschleppen, was ich hier im Müll sehe. Wirklich. Nein, die haben tatsächlich Frost abgekriegt. Sieht schlecht aus. Hier haben wir ein paar Exemplare. Die sehen wirklich wie ein tolles Ohr aus, wenn man so ein Ding mal abzupft. Ja. Was spannend. Jetzt sind sie ruhig. Ach, ja. Ich glaube, das soll jetzt auch so der Ausklang sein. So, ihr Lieben. Ich würde sagen, wenn jetzt nicht noch was Überraschendes kommt, würde ich sagen, wir hören und sehen und wie auch immer dann wieder, wenn es sein soll. Wie gesagt, die Permakultur-Doku nicht vergessen. Das wird für mich was ganz, ganz Besonderes sein, auch als Dankeschön an euch, für mich selber. Es hat ja viele Facetten immer, warum man sowas macht. Und ja, darauf könnt ihr euch freuen, denn 4 Jahre komprimiert so eine Taube, 4 Jahre komprimiert zu, in ein Video, was es wird so etwas über eine Stunde gehen, Stunde 5 Minuten, Stunde 10 oder so in dem Dreh, das kann ich schon vorweggeben. Aber hat es in sich, für jeden, der mich verfolgt hat und jeden, der auch in meinem Garten war. Ich habe so viele Erinnerungen da eingebaut, so viele besondere Momente. Ich habe ja von Anfang bis Ende alles durchgeguckt und mir alle Schnipsel rausgeholt, die ich dann in ein Filmchen schneide oder geschnitten habe. Und jetzt geht es um den Feinschliff. Und ich hoffe, dass es, also ich glaube, nach heute ist so ein kleiner, oder nach vorgestern ist so ein kleiner Startschuss gekommen. Das wird was ganz Besonderes, würde ich mal sagen. Ne, hier ist Judas Ohr ND. Morchel, Judas Ohr. Morchel sagt man auch dazu, meine ich. Gibt's denn, oh, da kommen welche von hinten. Ich muss mal ein bisschen runtergehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen auch überhaupt jedes Mal. Danke für eure Unterstützung. Ohne euch würde es das nicht geben. Und ihr könnt gespannt sein. Ich lasse wieder von mir hören, auch wenn es gerade ein bisschen ruhiger ist. Und keine Judas Ohren. Hier ist der Ort auch mit den Steinpilzen gewesen. Bin gespannt auf nächstes Jahr. So, bis dann. Ich bin raus und weg.